Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, heute mal wieder ein Spinner-Video. Und zwar geht es heute um die Lianmar Ace Spinner. Ja, wie ihr gerade schon gesehen habt, werden die Spinner von Lianmar genauso wie die Wii Knife Spinners, verlinke ich euch hier oben mal, hatte ich da schon zwei Spinner von getestet. Und falls euch interessiert, oben auch nochmal den Link zu meinem China Fidget Spinner. Vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Ja, werden halt geliefert in so einer einfachen Blechdose mit Schaumstoff drin. Erinnert mich stark an die Wii Knife Spinner. Also ich weiß jetzt nicht, wer da von wem abgeguckt hat oder wer da für wen produziert, aber beide stellen halt in China her. Und ja, da ist es schon naheliegend, dass die da auch irgendwie, weiß ich nicht, entweder füreinander produzieren oder voneinander abgucken. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Ähnlichkeiten durchaus gegeben. Ja, aber kommen wir zu dem Wesentlichen, den Spinnern hier. Vielleicht erstmal die groben Fakten. Wir haben den Spinner hier, gibt es in drei unterschiedlichen Farben. In Bronze, in so einem ja, blau-grünen Türkis und in einem richtig schönen ja, Navy-blau Metallic, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr auffällig. Mein Favorite ist natürlich wieder mal hier dieses Braun, also ich bin Freund von diesem antike Look, dieses Braun, used, anodisiert, nennt es wie es wollt, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Aber auch diese knalligen Farben haben auch schon was. Ja, wie gesagt, zu den groben Fakten vielleicht erstmal. Also die Spinzeit von den kleinen Biestern hier liegt bei ungefähr 1,5 Minuten. Das Material ist Titan, ich glaube gelagert auf Keramik-Kugellagern. Gewicht sind gerade mal 26 Gramm. Kommen wir erstmal noch zu den Maßen. Diese kleinen hier sind in der Länge messen sie 4,7 cm. In der Höhe 1,2 cm und in der Breite 2,3 cm. Zu dem Design an sich zu sagen, wir haben hier Titan gefräste Ärmchen in verschiedenen Farben, die halt so ein Muster hier reingefräst haben, da ist kein besonderer Aufsatz dran. In der Mitte ist das Lianmar Logo eingefräst und ja, also die ja, die Spinner haben hier so eine kleine Mulde, was gut auf die Finger passt. Und auch das Drehen fühlt sich sehr, sehr gut an. Die Dinger drehen wie Hölle. Also es ist schon unfassbar, was da an wenig Energie rein muss, damit die sich richtig lange drehen. Also ist schon High-End, was ich hier habe. Also ich denke mal, ich wüsste nicht, was man da noch viel besser machen könnte. Kommen wir auch gleich mal schon mal zu dem Fazit. Also wie gesagt, ich habe ja schon in den anderen Videos erwähnt, dass Fidget Spinner eigentlich nicht unbedingt was für mich sind und ich bin halt an diese Teile hier durch den Pass-Around gekommen. Wieder mal Dank geht raus, ne, an Henk und so weiter und die Jens. Ja, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, wollte es euch mal nicht vorenthalten, weil ich diese Dinger, wie gesagt, durchaus vorstellenswert finde, weil es ist schon mal was Besonderes. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen würde. Wie gesagt, die sind in der Preislage 70 Euro. Etwas teurer als die Wii Knife. Ich muss sagen, vom Spin-Gefühl her laufen die hier nochmal eine Runde satter. Also ein bisschen schneller, ein bisschen leichter. Aber ich glaube, die Wii Knives haben mir optisch und an sich von der Haptik her ein bisschen besser gefallen. Aber das ist ja wie gesagt Geschmackssache, das ist jetzt ein rein subjektives Empfinden, was hier besser ist. Ja, ansonsten wie gesagt, was ich auch schon bei den Wii Knives gesagt hatte, ich denke mal, es ist halt ein bisschen kritisch, wenn diese kleinen Dinger halt in der Hosentasche sind, die wiegen nichts. Also wenn man hier so eine Hand hat, die wiegen wirklich nichts. Und da ist die Gefahr doch durchaus gegeben, dass einem die Teile irgendwann mal aus der Hosentasche rauspurzeln, ohne dass man es merkt. Also da ist die Verliergefahr, denke ich, doch schon mal relativ hoch. Und dann gerade bei 70, 80 Euro ist das schon mal ein größerer Verlust, hätte ich jetzt gesagt. Fände ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, passt auf eure Sachen auf, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn nicht,
lasst einen Daumen unten da und schreibt euch rein, warum es euch nicht gefallen hat. Und ja, Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Cheers.